Im Krieg um den wünscherfüllenden Heiligen Gral stellen sich Könige, Götter und Dämonen zum Kampf auf Leben und Tod. In diesem blutigen Spektakel können nur die Stärksten überleben, die schon zur Lebzeit die Kunst des Krieges perfektioniert haben. Und um genau so jemanden soll es heute gehen. Wir reden über den legendären Kriegfürst, welcher vom Flüchtling zum unbesiegbaren Helden wurde, um schließlich von denen verraten zu werden, die er verteidigte. Die Rede ist von jemand anderem als der Tengu-Dame Minamoto no Yoshitsune oder wie wir sie kennen, Rider Ushiwakamaru. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Ursprung des gut gelaunten Servants an, sowie die Auftritte im Fate-Universum, sowie ihre Kampfkraft. Und es wäre nicht Fate, wenn wir nicht genderbenden würden, weshalb wir munter zwischen den Geschlechtern hin und her hüpfen. Zur Heian-Periode, etwa um 1100, herrschten die Clans Fujiwara, Minamoto, Tachibana und Taira. Miyamoto no Yoshitomo, Ushiwakamarus Vater, rebellierte gegen den verhassten Taira-Clan. Der Aufstand wurde jedoch blutig niedergeschlagen und Yoshimoto wurde hingerichtet. Ushi war ein uneheliches Kind, was sich zu seinem Glück herausstellen sollte, da dieser so noch als Baby in einen Tempel gebracht wurde und so den Zorn der Tairas entkam. Im Kurama-Tempel, welcher in den Bergen nahe Kyotos war, wuchs er heran und sollte zu einem frommen Mönch werden. Doch der junge Yoshitsune konnte sich nicht einleben, weshalb er immer für Ärger sorgte. Sein ursprünglicher kindlicher Name war Ushiwakamaru und später sollte er erst den Namen seines Vaters annehmen und dann schließlich zu Yoshitsune werden. Er büchste oft aus, schwänzte den Unterricht und brach die Regeln der Mönche. Als er eines Tages in den Archiven herumstrummerte, fand er ein Buch mit dem Stammbaum der Miyamotos. Dort fand er heraus, dass er ein Nachfolger des Clans war und schwor deshalb Rache zu nehmen. Dazu brachte er sich im Geheimen die Schwerkunst bei. Als er eines Tages wieder ausbrach, spazierte er auf der Gojo-Brücke, bis ihm ein hünenhafter Riese entgegenkam und ihn zum Kampf heraufforderte. Es handelte sich um den Kriegsmönch Musashibo Benkei. Dieser schwor sich 1000 Samurais im Kampf zu besiegen und deren Schwerter an sich zu nehmen, damit er sie für den Wiederaufbau seines Tempels nutzen kann, der von den Tairas zerstört wurde. Der gigantische Benkei sah ein Schwert bei Yoshitsune, was ihn als Samurai zu dieser Zeit auszeichnete. Er hatte bereits 999 Stück gesammelt und diese sollte seine Sammlung vervollständigen. Der Kriegsmönch war der Meinung, er hätte leichtes Spiel mit dem kleinen, schmächtigen Gegner. Doch Ushiwakamarus Geschwindigkeit und Umgang mit dem Schwert machten sie zu einem ernstzunehmenden Gegner. Schließlich warf er sein Schwert weg und zeigte seine Überlegenheit damit, dass er das Duell mit einem Fächer beendete. Der Mönch war von den atemberaubenden Fähigkeiten Yoshitsunes dermaßen beeindruckt, dass er sich selbst in seinen Dienst stellte und einer seiner treuesten Gefährten werden sollte. Gerüchteweise wurde ihm diese Schwertkunst im Kurama-Tempel beigebracht von Kichi Hogen. Diese ist eine sogenannte Tengu, eine Art japanischer Dämon, auch Yokai genannt. Als er erwachsen war, floh er aus dem Tempel und schlug sich einige Jahre immer vom Benkei begleitet durch Japan, bis er schließlich ins Reich der Fujiwaras kam, wo der die kommenden 5 Jahre sich als seinen Ruf als talentierten Kämpfer erarbeitete. Sein steiler Aufstieg begann, als er sich den Überbleibsel seines Clanes anschloss. Durch sein Talent stach er sofort aus der Masse heraus, doch sein Halbbruder und jetziger Anführer der Miyamotos, Yoritomo, war alles andere als glücklich, dass ein weiterer Erbe so emporstieg. Er entwendete ihn dazu, abtrünnige Verwandte zu jagen, was dieser aber mit großem Erfolg bewältigte. Doch sein angriffslustiger Charakter sorgte auch dafür, dass er neben Bewundern auch viele Feinde gewann. Sein größtes Problem war, dass er es nicht schaffte zu verstehen, was andere denken oder fühlen. Sein ganzes Sein strebte nach dem Kampf. Zwischenmenschliche Gefühle oder Politik spielten für ihn keine Rolle. Er war ein Samurai, wie er im Buche steht. Stark, loyal, er liebte seinen Bruder, doch unfähig, irgendetwas anderes zu sein, was ihm später noch zum Verhängnis werden sollte. Schließlich erreichte sein Ruhm bei der Schlacht von Dannoura seinen Höhepunkt. Hier kam es zur finalen Schlacht mit den Taira-Clan. Unter Yoshitsunes Führung erreichten sie in der Seeschlacht einen Sieg und beendeten den Krieg und errichteten ein neues Regime der Miyamotos, welches 200 Jahre vom Bestand sein sollte. Was folgte, war sein triumphaler Einzug nach Kyoto, wo er als gefeierter Kriegsheld gebührend belohnt wurde und selbst vom Kaiser geehrt wurde. Doch dies führte dazu, dass sein Bruder ihn nun endgültig verachtete, da er meinte, dass er den Ruhm für den Triumph verdiente. Weitere Feinde innerhalb des Clans schlossen sich Yorimotos Plan an und wollten ihn nun endgültig loswerden. Als er einige hochrangige Gefangene in das Lager der Miyamotos nach
Kamakura bringen wollte, wurde er von den Wachen festgehalten, mit dem Befehl auf neue Anweisung außerhalb der Stadt zu warten. Er verharrte einige Tage, bis er begriff, dass man ihn so ausstoßen wollte. Er beteuerte immer wieder seine Treue, doch man antwortete ihm nicht und befahl ihm schließlich, nach Kyoto zurückzukehren, ohne irgendeine wirkliche Aufgabe. Doch davor nahm man ihm noch alle seine gewonnenen Schätze aus der Schlacht ab und strich ihm den Titel als Lehnsherr. Entehrt zog er trotzig nach Kyoto. Doch dies reichte Yorimoto nicht aus und einige Monate später wollte er Ushiwa Kamaru endgültig loswerden. Er entsendete einen Kriegsmönch, welcher ein Attentat verführen sollte, doch verhinderte sein ewiger Wächter Benkei dieses. Es war nun eindeutig, dass er entweder kämpfen oder fliehen musste. Er entschloss sich zu ersterem und traf sich mit seinem Onkel. Trotz ihrer unterlegenen Größe sahen sie eine Chance, wenn sie auf weitere Verbündete im Land stießen. Doch ihre Hoffnung wurde bei einer Flussüberquerung zerstört, als ein unerwarteter Sturm ihre Schiffe sowie den Großteil der Soldaten in die Tiefe des Meeres zog. Endgültig war das Glück von Ushiwa Kamaru zu Ende. Beraubt von aller Hoffnung zog sich Yoshitsune zurück und tauchte mit seinen wenigen Verbündeten in Kyoto unter. Yorimoto organisierte eine riesige Menschenjagd mit Wachen und Fahndungsplakaten an jeder Ecke. Als es zu unsicher wurde, beschlossen sie nach Ushu zu wandern. Sie verkleideten sich als Mönche, die Spenden für ihr Kloster sammelten. An der Küste von Ataka trafen sie auf einen Wegposten, wo ein ehemaliger Verbündeter Wache stand. Um Ushiwa Kamarus Sicherheit zu wahren, entschied Benkei, dass dieser sich als niederer Korbträger ausgeben sollte. Als sie passierten und die Wache sie aufhielten, überzeugte Benkei diese, indem er die fiktive Geschichte seines Klosters stolz rezitierte. Doch als die Fahnder kurz davor waren, den verkleideten Yoshitsune zu enttarnen, beleidigte Benkei diesen und meinte, dass er zu langsam sei, was die Wachen davon überzeugte, dass dies nicht ihr Gesuchter sei, da niemals ein Gefolgsmann seinen Lehnsherr so misshandeln würde. Als sie den Posten überwunden haben, fiel Benkei auf die Knie und bat darum, Seppuku begehen zu dürfen, für die Schmach, die er seinem Herrn zugefügt hat, zu büßen. Ushi umarmte seinen langjährigen Freund und verzichtete auf das Opfer. 1187 erreichten sie schließlich Osho und der Fürst gewahr ihnen Zuflucht. Doch als dieser 2 Jahre später verstarb, verrieten dessen Nachfolger, trotz eines Eides, dass sie die Gäste weiterdecken sollten, den ehemaligen Helden. Yorimotos Armee rückte an und 30.000 Soldaten umkreisten Ushiwa Kamaru und dessen verbliebenen 10 Unterstützer. In einer engen Schlucht, wo sie sich zurückzogen, konnten die Feinde nur einzeln andrücken, weshalb die Gejagten ihren Herrn lange genug verteidigen konnten, damit dieser Seppuku begehen konnte. Währenddessen waren Yoshitsunes Begleiter ebenfalls gefallen. Der einzige, der noch stand, war der Hüne Benkei. Dieser schlachtete Dutzende, wenn nicht Hunderte von Feinden im Alleingang nieder, dass sich niemand mehr traute, sich ihm entgegenzustellen. Benkei, welcher seit Stunden kämpfte, Schwertwunden wie Pfeile am Körper hatte, stand immer noch, nachdem er schon längst gestorben war und fiel schließlich durch einen Windstoß. Yorimoto no Yoshitsune wurde vom unbekannten Flüchtling zu einem unbesiegbaren General und schließlich zum Volkstend, bis er als Verräter gebrandmarkt und hingerichtet wurde. 10 Jahre nach der Schlacht starb auch sein Bruder Yorimoto, als er bei einem täglichen Ausritt vom Pferd fiel. Manche sagen, dass dies der Geist von Yoshitsune gewesen sein sollte, damit dieser endlich seinen verdienten Frieden findet. Ushiwa Kamarus Leben war von Freude sowie Leid geprägt. Als furchtloser General, der zum Helden avancierte, stürzte er aufgrund von Missgunst, bis er schließlich bis in den Tod verfolgt wurde. Aufgrund seiner Taten ist es auch verständlich, dass er vom Thron als Heldengeist akzeptiert wurde, weshalb er Servant ein zweites Leben bekommen hat. Er wurde, wie eigentlich jeder große Held im Feldkosmos, als sie beschworen. Ushis Heldenform ist an dem Zeitpunkt, wo sie noch ein aufstrebender Kämpfer gegen die Tyras war, niemals auf einem Fleck zu halten und immer bereit für die nächste Schlacht war. Ihr gut gelaunter und ehrlicher Charakter sorgen dafür, dass sie zu einem Servant wurde, der bis zum bitteren Ende für seinen Master Kämpfe führt. Diese Loyalität lässt sich natürlich auch zu ihren Lebzeiten zurückzuführen, wo sie selbst trotz internen Streitigkeiten immer versuchte, den vorgegebenen Weg zu folgen. Sie kann aber sehr hitzköpfig sein, was auch dazu führt, dass sie niemals vor einem Kampf fliehen würde. Ushiwa Kamaru taucht erstmals in der 7. Singularität Babylonia in Fragrant Order auf. Dort ist sie einer von König Gilgamesh beschworenen Helden, die gegen die eindrückenden Dämonen kämpfen, bis schließlich Rizuko kommt und sie sich ihm anschließt und bis zum Äußeren für ihn, Gilgamesh und die Menschheit kämpft. Doch wie schlägt sich eigentlich unsere quirlige Dame im Kampf?
Miyamoto no Yoshitsune gilt als der vielleicht größte Feldherr Japans, der höchstens noch den Dämonenkönig höchst selbst Oda Nobunaga vor sich hat. So gilt er auch als mächtiger Samurai, was sich ebenso in seinen Werten widerspiegelt. Kakashi war zu Lebzeiten nur ein normaler Mensch, weshalb diese nicht mit Götterwesen vergleichbar sind, welche wir unter anderem schon besprochen haben. Doch besonders seine blitzschnelle Geschwindigkeit sticht hervor. Der Schwertkampf besteht aus präzisen und schnellen Schlägen, wo Feinde kaum reagieren können, was fast wirkt wie eine Art Teleportation. Des Weiteren kann sie kurzzeitig ihren Körper teilen in mehrere Formen und so den Gegner gleichzeitig mit mehreren ihrer Formen angreifen. Ihre Waffe ist das Schwert Uzu Midori, welches bereits ihre Vorfahrin Miyamoto no Raiko geschwungen hat. Nicht nur, dass dieses den Willen der Miyamotos besitzt, sondern es nahm auch das Blut der erschlagenen Tairas auf. Dazu ist sie eine brillante Taktikerin, welche das Schlachtfeld wie kein Zweiter kennt. Die Rider-Klasse trägt sie, da sie zu Lebzeiten wie kein Zweiter in jeder Situation siegreich war, sei es nun auf Pferde oder in Seeschlachten. Schließlich noch ihr ultimativer Angriff. The Wandering Tales of Shanao ist das Herzstück ihres Seins. Mit diesem Angriff spiegelt sie alles wider, was sie zu Lebzeiten ausgemacht hat. The Eye of Shiva, Detecting the Six Secret Teachings, was sie von Kichi Hogen erlernt hat, was ihr auf eine fast göttliche Art und Weise erlaubt, jede Schwäche zu finden. Oder die Ausdauer ihres treuesten Begleitern Benkeis. Wenn sie dann genügend Energie angesammelt hat, aktiviert sie ihr Noble Phantasm, Dano Ura, Eight Bolt Leap, oder wie man es auch im Original nennt, Hasso Tobi. Bei diesem Angriff spiegelt sich ihr Können, welches sie zu einem der berühmtesten Helden Japans machte, wieder. Wie in der Schlacht von Dano Ura, wo sie von Boot zu Boot sprang, um ihre Feinde niederzustecken, ist hier kein Terrain zu schwer. Mit einer Geschwindigkeit, die an einen göttlichen Tengo herankommt, saust sie wie der Blitz zu ihrem Ziel, um mit einem Angriff den Kampf zu beenden. Die Legende Yoshitsunes ist eine der meistverbreiteten in ganz Japan. Der tragische Held, der in einer Welt von Neid und Korruption zu einem strahlenden Sinnbild wurde, nur um davon verschluckt zu werden. In ihrer jungen Form als Ushiba Kamaru macht sie genau weiter, wo sie aufgehört hat. Sie stürzt sich heroisch in jede, noch so aussichtslose Lage. Ushi ist ein sympathischer, wie auch loyaler Servant. Und genau deswegen hat sie einfach jeden verdammten Headpad von euch verdient. Ja, liebe Leute, das war unsere kleine Vorstellung zu niemand anderen als Best Tengu Girl Ushiba Kamaru. Was haltet ihr denn von der netten Dame? Beziehungsweise freut ihr euch eher auf ihre ältere Damenform, die wir bald sehen werden? Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn euch dieses Video gefallen hat. Vergesst doch nicht, ein Abonnement zu hinterlassen oder einen Like sowie einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn euch diese Videoserie gefällt, dann schreibt doch auch gerne, über welchen Servant ihr in Zukunft eine Servant-Vorstellung haben wollt. Ich war's, euer Smurfix, und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem neuen Video wieder. Auf Wiedersehen! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.